Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Oh, guck mal. Gok ist am Schwimmen. Teldrin hält nur Fackel. So. Oh, guck mal hier. Wie geil ist das denn? Ne, komm. Agonia-Angel. So, was wollte ich erzählen? Ja, da hab, also wir haben heute Chilling Sunday. Freut mich. Und ich habe mich gestern Abend dann doch noch mal überwunden und ja, guck an. Und habe die das Until Dawn noch mal angemacht. Und siehe da, zack, bumm, letzte Folge im Kasten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, war ein cooles Spiel. War ein cooles Spiel, hat mir gut gefallen. Kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn ihr mein Let's Play gesehen habt. Oder euch ansehen werdet, ich weiß nicht, wie das hier ist, wann ihr die Folge seht, ob dann, ja, ist wahrscheinlich schon, weil recht lang ist es nicht, aber es ist cool und es reicht. Coole Story. Und dann habe ich auch schon geguckt hier, Until Dawn 2. Das soll wahrscheinlich nicht rauskommen. Allerdings habe ich dann quasi den geistigen Nachfolger, The Quarry. Und da habe ich schon geguckt, ob ich mir das nicht vielleicht auch besorge. Wenn ihr da Bock drauf habt, haut meine Kommentare. Ich bin momentan echt so ein bisschen auf Grusel. Halloween ist zwar vorbei, aber... Boah. Und Dwarven Maze. Wusste ich gar nicht, dass man auf Solstheim auch angeln kann. Ganz schön viele arktische Eschen hier. Dosch. Alle. Gut. So, dann müssen wir die Hübsche jetzt wieder umziehen. Bekleidung. Obwohl. Die ist schon erledigt. Kann ich wenigstens die Schuhe anbehalten. Ich wollte jetzt nicht unbedingt noch die Tempelschuhe. So, du kommst mal her. Du auch. Weil... Ich bin mir nicht ganz sicher. Wer bist du denn? Azuras Weisheit sei mit euch, Freund. Wie laufen die Dinge, seitdem die Mine wieder offen ist? Breiser war so freundlich, mir zu zeigen, wie man eine Spitzhacke führt. Sie ist ein alter Hase im Ebenerzabbau. Cool. Ich bin vielleicht noch kein Fachmann, aber es ist schön, wieder zu arbeiten und Geld in der Tasche zu haben. Jetzt so mitten in der Nacht? Lebt wohl, Freund. Ja,
Du auch. So, ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich kenne die Quest zwar. Allerdings erinnere ich mich, dass hier recht harte Gegner im Aschenfallriss sind. Und da weiß ich nicht, wie das ist, wenn ich hier mit Maske und Robe ankomme. Direkt hier so Herzstein vor der Tür. Hier streifen ruhelose Tote umher. Wir sollten vorsichtig sein. Immer, immer. Aha. Okelidokeli. Ist voll nett von dir, Teldrin. So. Wenn ich mich nicht täusche, hatten wir da eine Notiz. Wenn ich mich nur daran erinnern könnte, wie die... wie die hieß. Kenros, Hand-Kenros Notiz. Das war sie. So, und dann haben wir komischen Haken, komisches E und Oblivion-Zeichen. Komischen Haken. Komisches E und Oblivion-Zeichen. Oder ganz einfach jedes Ding zweimal triggern. Und Sesam, öffne dich. Tja, das sieht cool aus. Schon mal vorbereiten. Irgendwie war mir so, als wenn Teldrin recht hätte und hier ruhelose Tote wären. Obwohl, hier sind Typen. Stehen da einfach. Schreien. Braucht ihr etwas? Nö, nö. Ihr seid cool? Cool. Verdiene dir das Vertrauen der Matriarchen. Okay. Aber hier gibt's eben Erz. Aber ich sehe auch nicht gefährlich aus, ne? Komische Maske. Angel am Gürtel. Und Schulranzen auf. Meine Chitinrüstung gefällt euch? Grindis Rolovo, einer der besten Meisterrüstungsschmiede von Morrowind, hat sie eigens für mich angefertigt. Was du nicht sagst, Teldrin. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich hier rein und habe alle umgebracht, ne?
Ich meine, das werde ich wahrscheinlich auch noch tun. Weil ich will die Rüstung haben. Aha. 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 Oh. Raiden. Ja? Nix, wollte nur mal gucken, ob man hier ein Gespräch führen kann. Ja? Nö, alles gut. Achso, mit dir soll ich. Hallo, Matriarchin. Und was braucht ihr? Ich warte auf die Befehle der Göttin. Ihr Wort ist unser Gesetz. Ihr sprecht die Wahrheit. Hat die Göttin eine Aufgabe für mich? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Des Tribunals. Die Göttin hat euch befohlen, die Artefakte der anderen Gottkönige zu beschaffen. Uns wurde berichtet, dass die Maske von Vivek von Rabenfels zu einem unbekannten Schiff an den Docks gebracht wird. Wir kennen das Ziel nicht, wissen aber, dass aus Sicherheitsgründen mehrere Boten losgeschickt wurden, um zu verschleiern, welcher von ihnen die Maske bei sich hat. Unsere Kontaktperson an den Docks hat uns allerdings verraten, dass es sich bei dem Boten um einen Wachmann handeln soll, der am Bollwerk patrouilliert. Er hat offenbar einige Pläne für die Maske. Er hat an einem unbekannten Ort nach Mitternacht ein Treffen mit einem Käufer vereinbart. Seine Gier hat die Göttin verärgert, tötet sie beide und bringt ihr das Artefakt zurück. Zudem benötigt der Tempel der Göttin weitere Diener, um die Arbeiten am Tempel voranzutreiben und für weitere Aufgaben. Sprecht mit dem Priester Duret. Er wird euch einen Brief übergeben, den ihr zur verbannten Priesterin Alfia Veluti in Rabenfels bringen sollt. Sie ist dem Tribunal freundlich gesinnt und wird den Brief übersetzen, sodass er unter der einfachen Bevölkerung verteilt werden kann. Wenn ihr sie trefft, fragt sie auch nach dem Verbleib unserer Trankmischerin, Kuratorin Melita. Sie war auf der Suche nach der Maske von Sotar Seel. Wenn ihr diese Aufgabe erfolgreich abschließt, sollt ihr Zugang zur Waffenkammer der Göttin erhalten. Scheitert ihr, werdet ihr ihren Zorn auf euch ziehen. Das Wort der Göttin ist Gesetz. Ja, und wieder das Passwort. Wenn ihr überall ein Passwort draufschreibt, dann hat so ein Passwort wenig Sinn. So. Ich warte. Wer bist denn du? Sagst du so, Ihr braucht etwas? Ich nehme schon mal alles mit, dann brauche ich das später nicht looten. Ja. Hast du doch nichts gegen, oder? Das brauchst du auch nicht. Die Saufereien. Dann können wir uns nämlich mal hier umsehen. Und ja, offensichtlich war das gar keine so schlechte Idee. Denn ich erinnere mich dran, dass ja, ich hier beim ersten Mal die Axt hab kreisen lassen. Und dass das dazu geführt hat, dass ich erstmal gar nicht wusste, wie es weitergeht. Denn ja, wir kommen erst in die Waffenkammer rein. Also ins Herzstück unserer Loot-Gear.
Wenn wir die ganzen Quests erfüllt haben, die wir jetzt gerade bekommen hatten. So. Ah. Allerdings ist klar, ich will die ganzen... Also ich finde die Rüstung cool. Und die will ich haben. Deine Rüstung will ich haben. Bildhauer Vistas Tagebuch. Die Statue ist mein Meisterwerk, meine einzige wahre Liebe. Manche sagen, sie wäre zu groß, zu prachtvoll, aber ich hätte sie hunderte von Metern hoch gemacht, wäre es mir möglich gewesen. Denn meine Liebe ist eine Titanin. Und wir sind nichts weiter als nutzlose Würmer zu ihren Füßen. Eine Göttin zu erschaffen, sorgt jedoch auch für zahlreiche Ängste. Den Druck, den ich verspüre, jede Linie zu meißeln, jede Kurve mit genauester Präzision nachzufahren, war fast zu viel für mich. Aber das Ergebnis erfüllte mich mit großem Stolz. Die aufgeregten Stimmen in meinem Kopf sind in letzter Zeit verstummt. Stattdessen klingen sie nun leicht und gleichbleibend. Ich habe Routine entwickelt und fertige nun Schreine mit einfachen Schnitzereien zu Ehren der Drei an. Haken für Alamexia, E für Sotasil und Oblivion-Zeichen für Vivek. Aber es ist das Wagnis, das einen Bildhauer zum Künstler macht. Es ist der Mut, der das Gewöhnliche erhaben macht. Ich habe es einmal gewagt, ein Abbild der Göttin zu schaffen. Während ich diese Steinblöcke bearbeite, immer dasselbe tue, frage ich mich, ob es zu spät ist, noch einmal mutig zu sein. Ja. Ich kann dir verraten, bald ist es zu spät. So, Tarsil. Was kann der denn? Magie. Achso, ich habe Azidals als Stiefel an. Totendiener. Totendiener? Den hab ich schon? Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist aktiver Effekt. Da habe ich verstanden. Ach so. Hä? Verstärkte Heilung. Totendiener. Komisch. Sotasils Segen. 5% schneller. Und erhöht meine Magie kaum 10 Punkte. Okay. Und was kann die weg? Vivek-Segen. Oh, Vivek ist besser. Preise besser und besser schleichen. Gut. Warum hast denn du noch einen Questmarker über dir? Ihr braucht etwas? Passt auf euch auf. Ja, du doch auch. Matriarchin. Als ich die große Kammer betrat, war ich wieder dort in der Hochkapelle, umgeben von ihrem Glanz. Die großen Säulen standen um den Stein herum, an dem sich einst die Göttin Alamexia befand. Die Gramfeste hatte die Haut abgestreift und einen Tempel aus Stein und Knochen freigegeben, als wäre sie vom Feuer gereinigt worden. Ich wusste in diesem Moment, dass dieser Stein das Herz unserer Göttin ist. Und mit Glauben, Liebe und Schweiß haben wir nach und nach ihr Fleisch wiederhergestellt. Nun, da unsere Arbeit fast beendet ist, muss ich an meinen alten Freund Erden Revell denken. Er war
der Weissager, der uns an diesem heiligen Ort geführt hat. Ohne ihn wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Aber die Mühen und die Zeit haben ihn verändert. So sehr, dass ich seine Ergebenheit der Göttin gegenüber in Frage stellen musste. Wo auch immer er ist, ich hoffe, dass er seine Liebe zu ihr wiedergefunden hat. Aber wie dem auch sei, unsere Arbeit endet nicht hier. Ihre Hände werden mich leiten und wir werden die Welt von ihren Feinden befreien. Wir werden die Feuer der Hoffnung und der Wahrheit unter ihrem und deren Banner vereinen, sodass das Licht von Almsivi gleichermaßen auf Diener und Abtrünnige scheint. Ja. Wisst ihr, weil ich mich so ein bisschen frage? Also ich bin mir ganz sicher, ich bin hier letztens wie eine Kreissäge durchgegangen, weil ich ja wie jetzt auch die Höhle zufällig gefunden habe, als der Drache da angegriffen hat. Deswegen, ich weiß noch nicht mal, ob der Drache vielleicht sogar zu der Quest dazugehört. Meine Chitinrüstung gefällt euch. Grindis Rollo. Oh, ich probiere jetzt mal was aus. Oh, einer der besten nicht böse sein, wenn ich gleich neu da. Ihr braucht etwas? Hör mal, ich bin eigentlich keiner eurer Anhänger, aber ich würde mich trotzdem gerne anschließen. Und das soll ich euch glauben. Ich könnte meine Loyalität beweisen und zur Göttin beten. Dadurch ändert sich nichts. Wenn ich eure Kämpfer besiege, wäre das ein Zeichen, dass ich in der Gunst der Göttin stehe? Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ja, cool. Nur dann kann ich hier... Weil ich habe keine Lust, die komische... komische Kutte hier zu tragen. Und dann kann ich schon mal ein paar Typen besiegen. Ist ja auch was Schönes. Ja. Gehen wir weiter? Das ist ja cool. Ja, ich habe jetzt nur gespeichert, weil ich wusste echt nicht, was passiert. Hätte ja sein können, dass dieser dann gleich hier die Wachen ruft und dann muss ich sie alle umlegen. Und irgendwie fand ich das beim letzten Mal nicht so cool. Weil ich ja mehrmals hierhin zurück muss. Und was muss. Braucht ihr? Ja, ich brauche dich, die mich zur Kampfarena führt, damit ich deine Und Leute... Und was braucht ihr? Ja, aber ich will doch nur deine Leute verhauen. Geh da jetzt. Was? Wenn ich so meine Loyalität beweisen kann. Ich meine, ihre Kutte brauche ich nicht unbedingt. Noch kann ich mich wehren. Ja. Was war das? Oh! Junge. Das war alles. Wirklich? Junge. Ah, ich kann ja nicht killen. Ja. Ich muss ja jetzt werden.
Ey, wer haut mir denn da ins Kreuz? Ihr seid ein Niemand. What the fuck? Was war das denn jetzt? Wer hat mich da geschlagen? Jetzt doch wohl nicht mein eigener Geist, oder? Also nochmal. Mhm. Und das soll ich euch glauben. Mhm. Dadurch ändert sich nichts. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Und ihr benehmt euch jetzt bitte mal, ja? Hab ich aus Versehen mit der Axt meinen unsterblichen Geist verhauen? Och, Kerl. Und was braucht ihr? Hm? Ich geh selbst. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ist klar. Jetzt bringen wir es zum Ende. Mehr habt ihr nicht. Der haut zu. Drauf. Ich will sehen. Oh, sorry, Geist. Blockst du nur? So. Sollen wir mal? Ja. Komm. Können wir mal machen. Was soll der Geiz? Ausdauer kann ich auch gebrauchen. What the f- Kalle. Komm bitte hier in die Arena, ja? Du auf Fern, dann mache ich das auch. Das war schon alles, wirklich? Was war das? Alter! Verdammt! Verdammt! Wasserball!
deine Dual-Wielding. Scheiße, Sonnen. Der ewige Schlummer wartet. Arschloch, du. Raus damit. Ich bin froh, ihr braucht dass ich etwas? Endlich mit jemandem reise, ich habe die Kampfprüfung bestanden, dann stehe ich jetzt in ihrer Gunst, oder? Natürlich. Die Tat ist vollbracht. Wir müssen nicht mehr länger über sie reden. Gut, gut. Abgeschlossen. Verdiene das Vertrauen der Matriarchin. Abgeschlossen. Sprich mit der Matriarchin. Also gut. Gut. Was steht denn dann in der Quest? Bop, 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 bop. Schließe die Prüfung ab. Alles klar. Optional. Töte die Kultisten. Ja, das machen wir ganz am Ende. Nee, finde ich gut, wie das jetzt gelaufen ist. Also wisst ihr Bescheid, ne? Einmal hier verkleiden. Dann euch das Vertrauen erschleichen. Mal eben da ihre Champions besiegen. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich ihre Champions dann gleich auch looten könnte. Allerdings war das wohl ein Kampf, der nur für mich hätte tödlich ausgehen sollen. Ah, hier spricht der Führer zu seinem Volk. Verstehe. Finde ich gut, finde ich gut. Denn wie gesagt, wir haben jetzt drei Quests bekommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir nach Abschluss der drei Quests... Wir beide sind vom gleichen Schlag. Mhm. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Dann nochmal hier hin. Und jetzt muss ich schauen. Weil die Höhle ist recht verwirrend. Ja, also hier ist Trainings- und Schlafgelegenheit plus eine kaputte Schmiede. Also die funktioniert gar nicht. Das ist doch irgendwie, ne? So, seht ihr? Und ihr könnt ihr ziehen, wie ihr wollt. Ihr kommt hier nicht rein. Erst wenn ihr die Masken habt, dann zieht ihr dran. Und dann kommt ihr da rein. Und dann müsst ihr, ich weiß nicht, entweder irgendwelchen Puppen oder bestimmten Puppen, bestimmte Masken auf den Kopf setzen. Ich glaube, es geht nur um die Masken. Ich glaube nicht, dass das was... Weil ich habe den da die ganze Montur angezogen. Allerdings kriegt ihr über die Quests nur die Masken. Von daher glaube ich, es geht auch nur um die Masken. Priester Durets Tagebuch. Der Tempel ist fast fertig, aber es ist noch viel zu tun. So viel Arbeit, aber nicht genug Hände. Einst waren wir eine Armee. Jetzt sind nur noch einige Dutzend von uns übrig. Das wäre nicht passiert, hätte die Matriarchin den Weissager Erden Revel für seine ketzerischen Aussagen zu Corpus seiner gerechten Strafe zugeführt. Stattdessen schickte sie ihn ins Exil, was meiner Meinung nach eher eine Belohnung denn eine Strafe war. Und was noch schlimmer war, er konnte Atamis und einige andere überreden, ihn zu begleiten. Wir dürfen unsere Entscheidungen nicht von Gefühlen beeinflussen lassen. Ich muss sie daran erinnern, dass wir uns im Krieg befinden und jeder Dunmer, den wir verlieren, ist ein Soldat für den Feind. Das wollte ich gerade anmerken, ne? Also normalerweise... Ich bin ihm einmal begegnet, wisst ihr? Sind ja so Gläubige für mich immer zum Abschluss freigegeben, ne? Weil... Religion ist was für Leute, die zu faul zum Denken sind. Und wenn mir eine Sache Angst macht,
also wirklich Angst macht, dann ist es Dummheit. Dummheit macht mir ganz einfach große Sorgen und große Angst. Denn ihr seht es bei den Querköppen. Ne? Die kommen dann auf die Idee, mit 55 Mann den Bundestag zu stürmen. Was natürlich totaler Mumpitz ist. Und zum Scheitern verurteilt. Allerdings, wer sagt denn, dass da nicht der ein oder andere Unbeteiligte bei ins Gras gebissen hätte? Und deswegen macht mir Dummheit so viel Angst. Beeilt euch. Ihr sollt einige Briefe für Priesterin Veloti haben, die übersetzt werden müssen. Natürlich. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Cool. Alles klar. Nur hier in diesem Fall bin ich jetzt gar nicht mal so überzeugt davon, dass die Matriarchin so unbedingt böse ist. Ja, okay, die tragen komische Hüte und glauben an irgendeinen Quatsch. Wobei der Quatsch, an den die glauben, ist ja hier in Himmelsrand meist dann auch noch ziemlich real, ne? Also so Dedra-Fürsten, die gibt es ja hier wirklich. Anders als bei Leuten, die sich drüber lustig machen, dass die einen kein Schweinefleisch fressen wollen. Ja, und die anderen glauben an einen Typen, der Wasser zu Wein gemacht hat. Und an die Jungfrauengeburt. Hör mal, ne? Was ist Gott für ein Typ? Vergewaltiger oder was? Kommt an, ne? Und Josef, mal ohne Scheiß, was muss Josef gedacht haben? Ne? Damals waren die ja alle jungfräulich, bevor die in die Ehe gegangen sind, ne? So, und dann heiratest du eine Jungfrau, ne, und auf einmal ist die schwanger und du warst noch nicht dran. Weißt du, da kommt Gott um die Ecke, pimpert deine Alte, hängt ihren Blach an und du darfst dich darum kümmern? Ich bin sicher, dass uncool, Gott. Richtig uncool. Hier reiche Beute auf uns warten. Ja, da hast du recht. Bring den Propagandabrief, verfolge nach Mitternacht die Redowandbacher. Hör dich nach der verschwundenen Kuratorin um. Ach so, ja, tut mir leid. Als ich offscreen hier durch die Lande geflogen bin, um zu verzaubern, zu schmieden und dann den Scheiß auch wieder zu verkaufen, bin ich natürlich aufgestiegen und dann wollte ich gerne mal bei so einem Trainer so ein bisschen was lernen. Und zu diesem Zweck bin ich zu, wie ist der verrückte Zauberer? Ihr wisst, wen ich meine. Ne? Der verrückte Zauberer. Bei dem kann man nämlich auch trainieren. So, und während ich da aufgeschlagen bin, kommt auf einmal Talvas an, also hier sein Lehrling, und hat da wohl einen kleinen Unfall bei der Beschwörung eines Aschenwächters gehabt. Und das ich konnte es leider nicht mehr neu laden, weil jedes Mal, wenn ich durch die Tür gehe, ist hier ein Safe Game. Und also ich habe ohne euch einen Aschenwächter, den Talvas beschworen hat, erschlagen. Und jetzt, nachdem ich den Aschenwächter erschlagen habe, sollte ich nochmal mit Talvas sprechen, nur das wollte ich halt mit euch zusammen dann wieder machen. Jut. Was haben wir noch hier? Spaltschein. Okay. Fett, für die sich das Ganze lohnt. Keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Nur die Kultisten wirken hier nicht wirklich böse auf mich. Ich meine, okay, dass sie komische Rituale haben. Zeig mir mal eine Religion, die das nicht hat. Sonntags hauen sich die Kollegen hier den Leib
Jesu rein, weißt du? Kannibalismus. Kannibalismus in der Kirche wird hier betrieben. Das findet keiner komisch. Nur hier die Matriarchin, die lässt so einen Abtrünnigen einfach davon kommen. Auch wenn ihre Mitbekloppten Alter! Leck mich, ich wusste es. Ich habe den Knopf nicht gefunden. Ihr müsst zusehen, dass ihr die erschlagt, bevor die vollständig verwandelt sind. Sonst halten die was aus. Ach so, jetzt sind die Kultisten. Ich werd bekloppt. Ich werde die Welt. Bam. Halten Rand. Scheuerter Kultist. Was ist denn das? Ach, Mirak. Mirak, ja. Kalle, du stehst hier noch rum, ne? Du hast ja den Bug eingefangen. Du kannst die Drachenseele nicht ein. Ja, lauf! Du hässlichen Vogel. Er hat Angst vor uns. Er hat definitiv Angst vor uns. Mann. Vom Werbär umgelegt worden. Beim letzten Mal hatte ich ein bisschen Angst wegen diesem Bug. Aber ganz ehrlich, das Einzige, was wir verpassen, ist ein blöden Spruch von Mirak. Und wie er uns die Drachenseele klaut. Und da der Drache da oben noch komplett bekleidet ist, hat er wahrscheinlich auch nicht die Drachenseele bekommen. Und dann ist ja dieses alte Prinzip, ne? Wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie niemand haben. Finde ich in Ordnung. So, wo gehen wir denn? Komm. Wir haben gerade schicken Sonnenaufgang. Man könnte ja nochmal. Beginnen wir die Folge oder beenden wir die Folge, wie wir sie begonnen haben. Gut, da ist gar nichts mehr drin. Alles klar. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich fürs Zusehen zu bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal sprechen wir dann mal hier mit der Frau vom Krexius. Das ist eben die Priesterin, die den komischen Sektenanführer da oder der Sekte da wohlgesonnen ist. Und wie gesagt, ich habe eigentlich keinen Plan,
Ich habe sie beim letzten Mal nur alle abgeschlachtet. Zum einen, weil ich die Rüstung gerne haben wollte. Ich finde, die sehen geil aus. Und zum anderen, weil ich halt die Quest nicht regulär gestartet habe, so wie jetzt in diesem Durchlauf. In diesem Durchlauf bin ich ja gar nicht da reingegangen, in Aschenfallriss, als ich ihn gefunden hatte, sondern habe gewartet, bis ich halt hier in der Zwergenruine diese komische Schmiede finde, wo man dann eben diese Warflamme bekommt und ja dann quasi hier die Kenro-Robe sich unter den Nagel reißen kann. Ja. Und ich finde es auf die Art und Weise, finde ich es wesentlich angenehmer, die Quest zu spielen. Denn wie gesagt, wir müssen da öfter wieder rein. Und ja, ich habe es halt nicht so gerne, wenn so Orte immer komplett unbelebt sind. Ich finde dann schöner, wenn da eben noch so ein paar Leute rumrennen. Und wie gesagt, ich kann sie später noch erschlagen. Oder eben auch nicht. Bin mir noch nicht ganz sicher. Weil, außer eine Sache, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt eine von diesen, die müssen wir eliminieren, Sekten sind. Ja? Von mir aus soll jeder an jeden Schwachsinn glauben, den er gerne glauben möchte. Hauptsache, er lässt mich damit in Ruhe. Ja? So, und wenn die da in ihrer Höhle sind und gerne sich im Kreis aufstellen und irgendwelche Rituale durchführen. Ich habe auch keine Menschen- oder Tieropfer gesehen. Also von daher, alles in Ordnung. Alles gut. Ich alles bin gut. Froh, dass ich endlich naja, mit jemandem reise. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch was. Bye, bye. Als er es allein mit einer ganzen Banditenfestung